Mein Name ist Johannes Ruck, ich bin hier Natur- und Landschaftsführer im Biosphärenreservat Bliesgau. Mein Angebot nennt sich die schmackhafte Landschaft. Das ist eine kulinarische Rundwanderung über eine Distanz von ungefähr 14 Kilometern. Wir gehen insgesamt über 4 Genussstationen. Die erste Genussstation dreht sich um Imkerei und die Bedeutung der Biene für die Streuobstwiese. Mein Name ist Jan Flieger. Ich bin ortsansässiger Imker in Bliesmengen-Bolschen, zeige ein bisschen was über die Imkerei, unter anderem natürlich Honig, Honigliköre, aber von Obst- und Gartenbauverein natürlich auch Schnäpse. Man kann diese probieren auf den kulinarischen Wanderungen. Meine Frau macht eigene Marmelade, auch die wird probiert und ich zeige das gerne und erkläre auch gerne, was man mit der Imkerei alles erreicht und wie die Bienen und der Honig und die Marmelade alles zusammenhängt. Nächste Station ist ein Biolandhof, der Eichelberger Hof. Und es gibt einen kleinen Hofladen, wo die Familie Wack ihre Produkte direkt an den Verbraucher weitergibt. Ich bin der Daniel Wack, bin der Erlebnisbauer vom Eichelberger Hof, vom Biolandhof Wack. Bei der kulinarischen Wanderung ist die Gruppe insgesamt ja nur etwa eine Stunde hier auf dem Hof. Und an jeder Stelle erzähle ich ein bisschen darüber, wie die Tiere gehalten werden, was das Besondere ist, wie die Tiere bei uns gehalten werden. Und einfach die Familie, die den Hof bewirtschaftet, natürlich auch. Und dazu gehört natürlich dann auch noch, dass die Leute was probieren dürfen, was hier auf dem Hofgelände produziert wird. Die Station 3 ist eine Ölverkostung. Das Ganze wird durch einen Natur- und Landschaftsführer präsentiert, der den Berghof Einöd vertritt mit seinen Produkten. Hier kommt es darauf an, den Teilnehmern klarzumachen, wie wichtig naturbelassene Öle für die Gesundheit und für den Organismus sind. Und last not least, das ist der Höhepunkt unserer Wanderung, ist die Einkehr in einem Landgasthof im Hubertushof Born in Niederwürzbach, wo wir von der Wirtin ein Abendmenü serviert bekommen, das vorwiegend aus regionalen Produkten besteht. Und dieses Format bildet sozusagen auch den geselligen und sozialen Abschluss dieses wunderschönen Tages und freuen sich auf einen entspannten Tag hier in der schönen Region Bliesgau.